Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge hier von Echo heute am Freitag, dem letzten Freitag im April schon wieder. Und mit dabei heute ist natürlich wieder unser heißgeliebter Heiko. Hallo. So, ja, ich bin hier dabei, Platz für ein Schlackelager zu schaffen. Es tut mir leid, dass ich schon wieder nur am Steinekloppen bin. Aber ich kann es leider nicht ändern. So, ich mach jetzt, was mache ich eigentlich jetzt? Close. Immer zellulose Fasern. Brauche ich als nächstes? Alles. Du brauchst alles. Zellulose Fasern. Wo haben wir sie denn? So, ein Stack da. Ist voll. Mal gucken, nämlich wie ich das hier rausgeschoben kriege. Aber hoffentlich klappt das mit dem Rausschieben mit den Karren. Aber ich hoffe mal, müsste eigentlich gehen. So, da unten ist ein Goldblock, den will ich jetzt erstmal abbauen. Bevor ich den wieder zuschütte. Mhm. Weil ich habe nämlich die ganzen, weißt du, warum du hier an der Treppe nach unten, ne, diese ganzen Steine, die aussehen wie Granit an den Seiten. Ja. Ist auch Granit, ist aber Granitziegel. Ah. Weil da war meistens immer ein Eisenblock gewesen oder so. Den ich dann rausgeschlagen habe und da habe ich dann wieder zugemacht ordentlich mit Granit. Okay. Ich mag das nicht, weil es dann so zerklüftet alles ist, weißt du? Mhm. Dann habe ich immer alles wieder zugemacht dann. Wie viele Ziegel brauche ich jetzt wieder zum Zumachen? 1, 2, 3, 4. Brauche ich schon hier unten zum Zumachen. Oh. Gehen wir mal hoch. Holen wir mal den anderen Wagen von Heiko. Mal gucken, ob ich das schieben kann, wenn ich den hier oben hinstelle. Glaube ich nicht. Wenn ich auf der 13er-Ebene hinstelle, wird das nicht funktionieren bestimmt. Muss ich mal schauen. Ich glaube auch nicht, das wird auch nicht zu hoch. So, so, wo ist er denn, der Karren da unten? So. Karren wollte ich mitnehmen und dann nehmen wir noch ein Stack Ziegel wieder mit runter. Und davon ein Stück mit, so, Tür zu und auf geht's. Dass wir wieder schütten können, da, also zumachen können da unten. Ja, es tut mir leid, dass ihr jetzt wieder nur seht, wie ich jetzt hier Schlackerlager schlage. Ich werde das allerdings auch eine Menge im Offscreen machen, glaube ich, noch zusätzlich, auf jeden Fall. Macht euch Sinn. Ja, aber das ist echt so eine Aufgabe, das kann ich den Zuschauer auch nicht antun die ganze Zeit. Ja? Also, ich kann es ehrlich sagen, das will ich auch den Zuschauer gar nicht antun. Ihr habt das, glaube ich, schon so viel gesehen, aber aktuell ist das halt die Arbeit, die für mich ansteht und deswegen tut es mir leid, dass ich aktuell das halt machen muss. Weil ich muss halt aktuell Eisenbarren schmelzen und das kann ich nur, wenn ich ein neues Schlackerlager habe. Und deswegen ist das aktuell die Arbeit, die leider Gottes gerade gemacht werden muss. So, ich teste das dann, wenn ich den kleinen Karren da oben hinstelle. Aber das wird zu weit sein, bestimmt. Das wird definitiv zu weit sein. So, 9. So klein ist er übrigens gar nicht. So, komme ich ran? Nein. Ich komme zwar von hier an, ich komme zwar von hier oben an der Stockpile ran und an Nils seinen Karren, aber nicht an den Karren unten. Oh. So. Hier ist aber eine Ebene tiefer setze, dann komme ich wahrscheinlich oben nicht mehr ran. Wenn ich hier hinstelle. Ja, dann komme ich unten ran, aber oben nicht mehr ran. Das ist ja kacke. Ja, Heiko, auf der Kohleebene komme ich zwar an den Karren, der unten steht, ran, aber dann komme ich oben wieder nicht ran. Oh, okay. So, wir haben hier so eine kleine Bucht an der Seite. Da gucken wir mal, wenn wir da Karren da hinstellen, so in die Wand wieder halb rein. Bei mir mit der Schubkarre, weißt du? Mhm. So. Das wäre eine Möglichkeit, da kann er stehen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, Heiko, das würde gehen. Okay. Weil hier komme ich. Also kommst du oben und unten an, oder wie? Ja, so halb. Also ich komme hier zumindest an den Karren von Nils oben ran und an den Karren unten ran. Ja gut. Reicht ja schon. Wenn ich jetzt oben einen Stockpile noch hinstelle, direkt neben der Treppe, dann müsste das auch gehen, weil der andere Stockpile, wo die Kohle aktuell drin ist, der ist nur zu weit weg. Problem ist, ich habe, glaube ich, zu wenig Holz hier. Kannst du mir Holz liefern hierher? Gerade ganz schlecht. Ich bin nämlich gerade im Regenwald. Achso, das ist natürlich kacke. Ja, Problem ist, ich habe hier natürlich weit und breit keinen Baum, Heiko, ne? Ja. Ja. Du bist gerade im Regenwald, das ist natürlich auch blöd, ja. Dann schiebe ich mal das ganze Abraummaterial, was ich aktuell. Ja, dann muss das eben kurz warten. Dann schiebe ich, dann tue ich erstmal hier ein bisschen weiter kloppen. Bis ich den Karren hier zum Abtransport von Nils oben voll habe, dann fahre ich den weg,
zum Steinlager wieder, zum Ablagern und dann hole ich mir, dann hole ich mir halt Dings, weißt dann tue ich mir halt dann das mitbringen. Selber hole ich mir halt ein Holz. Ja. Hole ich mir gleich ein paar Stacks. Na, ich werde noch einige Lager brauchen, also. Ja, das stimmt. Ich brauche es ja sowieso für die Schlacke hier unten, ja auch. Ja. Jetzt brauche ich aber nur noch eine Treppe hochlaufen, um das nur auf die 21er Ebene hoch. Und nicht mehr hier bis ganz nach oben. Spart einen Haufen Zeit. Ich habe aktuell nur 57 fürs Essen, das ist. Muss wieder mehr Kohlenhydrate und Oh. Vitamine essen. Level 4 bei Taylor. Bin ich Du? jetzt. Wenn du die ganzen Trophäen, die du da herstellst, ist das gerade. Geht das schnell dann, ne? Ja. Ich habe übrigens auch schon Level 2 bei Mechanik erreicht. Wann gibt es denn da eigentlich ein Talent Choice? Bei Level 3 3, wieder. glaube ich, ne? Ist Wahrscheinlich aber immer meistens, einheitlich, ist ja immer bei 3 und meistens. bei 6 oder so, Ist ne? ja meistens bei 3, ja, genau. Ja, bei 3 und bei 6 halt, genau. Grundlegende Mechanik habe ich auch noch nicht mal 3 erreicht, wa? Bei Basic Engineering. Okay. Oh. Ich muss mal gucken, was ich alles brauche für dieses kleine Auto, Heiko, zum Fahren. Dieses angetriebene Auto. Weil das müsste ich, glaube ich, auch schon herstellen können eigentlich. Da brauche ich aber, glaube ich, Leder und ein paar Stoffe oder sowas von dir. Ja, die kannst du haben. Leder habe ich genug. Ich glaube, das Problem ist, dass ich die Dampfmaschine brauche. Das war das Problem, glaube ich. Ja. Du brauchst halt irgendwas, womit du es antreiben kannst, quasi. Ja. Da brauche ich bestimmt eine tragbare Dampfmaschine und die kann ich noch nicht herstellen. Wann kannst du den herstellen? Also ich könnte sie herstellen, wenn ich das Material dafür hätte. Oh. Weil Was fehlt denn? die wird ja an am Mechanikertisch hergestellt. Da brauche ich allerdings die Fräsmaschine noch vorher. Und ich glaube, die Ja. Fertigungsstraße auch, weiß ich nicht. Ach nee, die Fertigungsstraße nicht. Aber die Fräsmaschine auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Brauchen wir denn für irgendwas anderes noch Kohle aktuell? Nee, wa? Also von den Aktuell? Skillbüchern auf jeden Fall nicht. Ist doch gut. Dann haben wir ganz, ganz viel Kohle und brauchen sie aktuell nicht wirklich. Das ist gut. Vor allem Kohle hält schön lange. Ja, aber ich. Zum Verbrennen ist halt so eine Sache immer, ne? Aber. Ja. Zumal du ja auch Tag und Nacht deine Fackel da laufen lässt. Im Haus. Wie viel bringt die dir? Punkte? Ein, zwei. Wieso? Nur ich frag mal, weil ja, da halt auch Brennstoff weggeht die ganze Zeit, wenn der Server läuft, ne? Ja. Aber bringt er dir auch Punkte? Naja. Na gut, aktuell haben wir genug Brennstoff, aber. 3 Leben noch für meinen Brick-Auftrag. Das Schöne ist, dass hier unten gerade zumindest jetzt an der Fläche, wo ich jetzt gerade zumindest ein Schlackelager baue, ne, hauptsächlich nur Sandstein und Granit ist und nicht Gneis. Oder sonst Boah, wieder ja, doof. mit Gneisen wird das Ding hier ewig dauern. Ja, deswegen, dann kommt man wesentlich gut voran hier. Ich glaube, jetzt gerade Sandstein weg, das geht ja hier wie nichts, weißt du? Ja. Da musst du schon echt aufpassen, dass du nicht einen wegkloppst, den du gar nicht wegkloppen willst, weil. Was ja da immer relativ schnell geht. So, 1, 2, 3. 5 Sekunden ist auch schon abgeschlossen in Bricks, da habe ich hier. Wie viel hast du denn? Ich habe jetzt 19 Bricks hier. Okay. Dann gucken wir mal, wir könnten mal wieder ein paar Bricks in Auftrag geben. Muss vor allem Lehm schaufeln, ne? Was? Du musst vor allem Lehm schaufeln. Ja, ich bin ganz nur am Leben schaufeln. Okay. Ja, ist gut. Ziegel, 106 haben wir. Deswegen, weil das ist das, was du halt die ganze Zeit machen musst aktuell. Eigentlich. Du könntest eigentlich fast dich dauerhaft fast da drüben aufhalten und Lehm schaufeln. Ja. Hoffe, du hast was zu essen mitgenommen. Nee, leider nicht. Das ist natürlich blöd. Aber ich habe ja schon Lagerfeuer stehen, ich mache mir selber mein Essen hier. Da. So, dann Noch nicht, schieben. dann verliere ich halt zwar ein bisschen Skillpunkte, aber ist nicht so.
Wurzelwerk zu stark. Schade. Gold nehmen wir noch mit, das Gold. So, jetzt kann ich nämlich oben mit Nils Karren erstmal losfahren. Der ist nämlich voll. Ich habe auch schon Gold hier, Heiko. Ne? Ich habe jetzt schon 12 Golderz hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Gold will ich aktuell nicht schmelzen. Wir brauchen es aktuell noch nicht für den Electronic-Skill. Ja, klar, aber da fehlt eh noch ein ganzen Haufen. Ja. Und ich will das aktuell nicht schmelzen, weil ich warte auch, das mache ich erst mit dem Hochofen. Ah, okay. Blöd ist bloß, wenn du für den Hochofen Gold brauchst. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich Gott sei Dank nicht. Aber deswegen, also da will ich das sparen, weißt du, in der Hinsicht. Ja. Das ist mir lieber. Ich will mal echt schön viel Lehm. Nicht so schön am Regenwald. Lehm ohne Ende. Ja, na, ich würde mich da auch noch, wir werden auch noch Spaß haben im Regenwald. Wieso? Na, Gold. Dann werde ich es aber auch so machen. Ach nee, dann werde ich es nicht so machen. Ich wollte gerade sagen, ich mach das dann so wie du. Ich verarbeite das Gold erst und da drüben kann ich mit die Barren direkt rüber liefern, aber. Aber du musst mir ein Schlackerlager ausheben. Deswegen, ich müsste ein Schlackerlager aufheben, ich müsste da einen Ofen hinstellen. Nein. Auf keinen Fall. Zu viel Aufwand. Bei mir geht's ja noch. Da würde ich eher eine Brücke bauen, als ich dann nochmal ein Schlackerlager hinstelle. Mein Rathaus ist übrigens auch ein bisschen weiter gewachsen, Heiko, ne? Okay. Hatte ich ja auch im Stream und in der letzten einen Folge noch ein bisschen gebaut. Ja. Da brauche ich dann auch noch mal mehr Kalkziegel, die werden immer noch nicht reichen. Achso, das Dach wollte ich allerdings aus Bricks bauen eigentlich. Weil das halt dann so eine schöne richtigen Ziegel halt sind, weißt du? Ja. Also nicht Ziegel, sondern diese, weißt du, was ich meine? Ja. Dachpfannen. Genau. So. Das Lager war mal wieder ab hier im zentralen Steinlager. Du glaubst nicht, wie viel Stein hier schon ist, Heiko. Ja. Aber wenn wir zu Beton kommen, können wir das bestimmt alles noch gebrauchen. Ja. Genau, es war da hinten, war ja. Wenn du mal so die vier, wenn du mal so vier Eisenbarren über hast, könntest du mir vier Eisenbarren mal in meinen Stockball packen? Wofür brauchst du die? Für den Backofen. Ah, okay. Er ist für Nils der Backofen? Ja. Ja. Wir sind ja gemein, Nils und ich, zu dir. Mhm. Wir verheimlichen dir ja gerade was. Und was? Wenn ich dir sage, ist kein Geheimnis mehr. Nein, wir haben genug davon, deswegen sage ich es dir, wir haben noch mehr Kohle. Hä? Wenn du mal wieder hier sein solltest, ja. falls du nicht gerade hier bist, im Dorf, musst du mal in mein Schlackelager, mein altes Schlackelager runtergehen. Okay. Da steht noch ein fast komplettes volles, also ein dreiviertel volles Stockpile mit Kohle. Ja, das ist dadurch entstanden, weil wir hier, wo die Straße begradigt ist, wo der Abzweig ist zum Steinlager. Ja. Da ist ja an der begradigten Straße so ein bisschen Sandstein. Ja. Der Steinhaufen. Da haben wir runtergebuddelt und da haben wir auch Kohle rausgeholt. Ah. Und auch nicht gerade wenig. Ja. Oh, ich habe nur 15 Holz auf Lager, das ist kacke. Muss aber auch mal dir selber einen Baum fällen. Ja, wird mir wohl die Tage noch übrig bleiben. Problem ist, gerade hier auch in der Nähe steht gar nicht mehr so viel. Ja, ist jetzt blöd, ne? Weil Nils hat hier ja auch ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja hier, ich bin mal für was Bio davon hält, ne? Er findet dann den Wald hier so toll. Ich habe ja hier was bei mir auf der Ecke hier bei der Schmiede, ne? Ja. Die ganzen Eichen, die hier standen, die haben wir alle gefällt. Warum das? Das waren mir hier schon zu viele Bäume, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fünf, die vor deinem Haus stehen, also die vier direkt davor und der eine, der so ein bisschen schräg davor steht, ja, die haben wir stehen lassen. Aber alle, die hier auf der Ecke standen, haben wir weggemacht. Okay. Erstmal brauchten wir das Holz. Und also Nils vor allem für Lamba und so weiter. Und
Ja. So, welchen Baum fäll ich denn jetzt? Ja, Die Brick. wachsen eh bald wieder neue, bestimmt. Ja, sowas von. Weil der Boden muss ich jetzt erst wieder erholen. Der ist ja jetzt so braun halt, ne? Von den gefällten Bäumen ist ja immer so, von diesen Ästen. Ja. Der muss ich jetzt erst wieder erholen. Das dauert jetzt ein bisschen, aber das kommt ja wieder. Ja. So, was ich machen kann, ist auch, wenn ich gerade schon hier bin, ist ernten wieder. Ich bin hier echt gerade nur am Leben schaufeln, ne? Ist doch gut. Glaub mal, ich finde das genauso nervig, da unten rumzukloppen auf dem Stein. Wenn ich gerade schon mal hier bin, dann sollte ich schon mal wieder Heidelbeeren Das Ding ist, ernten. ich buddel mich immer weiter durch die Erde, ne? Ich bin einmal einen weiteren Lebensblock irgendwo. Naja, klar. Nimmt aktuell noch kein Ende. Ja. Hast du da einen Karren, wo du das zwischenlagern kannst? Ich habe hier einen Stockball stehen. Kommst du da direkt ran an das Stockpile? Ja. Bin so 2 Schritte nach hinten, dann bin ich Ach auch so, da. dann. Der Stockball ist direkt mit meinem Killen verbunden, von daher. So, machen wir mal hier unten erstmal die Heidelbeeren jetzt Weil noch. ich buddel ja quasi direkt in meinem Haus, ne? Ja. Wo? Unterm Haus? Ne, hinter. Ach so, da unterm Haus. Dein eigenes Haus tust du nicht untertunneln, ja? Nö, aber da hinten ist man schon am Berg, den ich jetzt fast komplett ausgehöhlt habe. Alter, hier sind schon so viele Heidelbeeren jetzt, Heiko. Hier hinten bei Nils im Wald. Ja. Das ist schon mehr ein Heidelbeerwald in der Zwischenzeit. Ich habe jetzt übrigens mittlerweile 30 Bricks hier. Das ist gut. Reicht zwar nicht ansatzweise, aber ist gut. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es nicht andersweise reicht. Dach fürs Rathaus und Boden immer noch für die Halle. Aber gut, die Halle hat erstmal jetzt der Boden, der Halle hat keine Priorität. Ja. Weil der ist mit Lamba ja erstmal okay, er funktioniert mit Lamba erstmal. Weißt du? Das ist ja nur eine optische Sache, das zu ändern. Die jetzt keine Funktionsnotwendigkeit. Ich glaube, ich werde bei Nils hier drüben die Bäume fällen. Der hat ja hier unten immer seinen Wald, den er hier unten anpflanzt. Ja. Weil das ist die sinnvollste Seite, um hier Bäume zu fällen. Hier ist halt unser Forstgebiet, sag ich mal fast schon. So, habe ich alle Heidelbeeren durch. Die hier ist noch. Den Block noch. So, ich müsste, glaube ich, alle Heidelbeeren durch haben. Ich habe 322 Heidelbeeren. Ach ne, oh, hier ist eine verreckt. Eine Heidelbeere. Noch eine, okay. Sind 2 Heidelbeeren verreckt. Na ja, gut. Ja, dann Hier so. stehen genug. Ich soll reinschmeißen, er meinte, er hat irgendeinen Auftrag laufen. Jetzt denn noch ein Stockpile rumliegen? Heiko, Ja. bei Nils liegen 21 Lehm rum. Okay. Nur mal so als Hinweis. Ja. Ich glaube, das Stockpile klaue ich mir von Nils mal. Man kann mal gucken, ob er irgendwas Verarbeitetes an Essen da, was ich rüberschleppen könnte. So, am Heidelbeeren rüber. Zack, weil er meinte, er braucht die nämlich. Damit so ein paar. Oh, dann bleibt sogar was übrig von den Heidelbeeren. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich schieb mal da drüben hin. Vielleicht dann noch was weg. Genau. Er muss gucken, dass die Sachen Reichweite haben. Jetzt habe ich die nämlich bestimmt ins falsche Lager geschmissen. Deswegen hat der falsche Auftrag das rausgenommen. So, hier läuft noch ein bisschen Wild Stew. Also Wildeintopf. Und hier würde, wenn noch Kraftstoff da wäre, die Prärielilien gegrillten laufen. Kraftstoff kannst du ja eigentlich auch nachfüllen. Naja, aber ich muss gucken. Oben ist nämlich der Ofen oben. Naja, und hier braucht er die Heidelbeeren für den Fruchtsalat. Hätte er mir noch mal sagen müssen, wo ich das reinschmeißen soll. Er hat ja auch für den Fußballer genommen, oder nicht? Nee, hat er nicht. Die Meldung stand aber unten für Fußballer. Ja, 12 hat er dafür genommen, aber nicht die anderen 100, 200 noch was. Das ist natürlich blöd.
Weil der auf die eine Kiste da unten keinen Zugriff hat. Der müsste die ganzen Kochsachen ein bisschen näher zusammenstellen. Ja. Was liegt hier oben rum? Lamba? Oh. 46 Lamba liegen hier auch wieder rum. So, gibt es da was zu essen zum Mitnehmen? Schauen wir mal. Ja, ein bisschen Wildeintopf könnte ich mitnehmen. Ansonsten den Rest brauche ich ja immer zum Weiterverarbeiten. Ja. Rüben sind noch da, hat er noch auf Lager die Rüben. Oh, mein Schaufel ist fast kaputt. Macht der bisher nur den Wildeintopf? Der braucht diesen Fruchtsalat, der braucht den anderen Salat auch noch, oder hat er den schon? Keine Ahnung. Muss mal rübergehen wieder. Hab jetzt einen Stockpile abgestaubt bei ihm. Ja. Erstmal. Ich glaube, das Lamba. Was wollt ihr hier nach? Wie wäre jetzt aktuell die Folge? Oh Gott, ja, die ist wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und sagen schon tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.